Jetzt geht's los. So, guten Morgen, Deutschland. Wir haben es kurz nach 6. Du hättest eigentlich auch im Flur filmen können, das ist nicht so helles Licht. Jetzt sehe ich erstmal, wie scheiße ich tatsächlich frühmorgens aussehe. Ja, wir waren beim Karneval gestern, das war eine Riesenaktion, habt ihr gesehen, jetzt gehen wir zum Frühstück. Wir haben auch gar nicht so viel Zeit zum Bummeln und Gammeln heute, weil wir dann gleich zum Tanning müssen rüber in die Halle. Heute ist sozusagen der große Tag für Emir. Wo wir aus dem Hotel gegangen sind, sind uns die Leute vom Karneval entgegengekommen, die wollten dann ins Hotel. Total verrückt, die haben die ganze Nacht durchgefeiert. Ich bin froh, dass der Heiko so diszipliniert war und wie so ein 12-Jähriger ins Bett gegangen ist um 12. Ich ging jetzt direkt rein zur Farbe. Heiko, bitte guck nur, dass die Farbe ist. Bitte guck nicht nur auf, siehst du, dass ich nicht so durchschwitze. Nur das ist deine Aufgabe und die Farbe und das war's. Dann sind wir ready. Jetzt geht's wieder los, du. Und Heiko, bist du bereit? Na klar, wir können ja jetzt die Bombe platzen lassen. Ich lasse mich jetzt nämlich mittennen, zumindest einen Arm, und dann werde ich den Jungs mal zeigen, was Muskeln sind. So Leute, erste Schicht, beziehungsweise die zweite richtige Schicht ist drauf. Wir lassen das jetzt trocknen. Dann schauen wir, wenn die Farbe eingewirkt hat, wie das Ganze aussieht. Und dann kommt noch eine Schicht, dass wir schön dunkel auf der Bühne sind. Ich musste mir jetzt bei Heiko Verdauungsenzyme schnorren. Deswegen auch mit Heiko 10 kaufen. Richtig, kauf mit Heiko 10. Weil es meine sind. Code Heiko 10. Code Heiko 10. Aber nur die Dose. Nee, natürlich könnt ihr auch Emirs Rabattcode verwenden, weil so eine Trips müssen ja auch finanziert werden. Finde es besser, wenn ihr mal hinnehmt. Also ich finde, ihr könnt beide nehmen. Ich und Heiko teilen uns das am Ende des Monats. Teilen lassen ist, dir. Cool. Also ich esse jetzt 80 Gramm Reis, 200 Gramm Hähnchen. Wir haben jetzt, wie gesagt, die zweite Schicht Farbe draufgekriegt, beziehungsweise die erste für heute. Jetzt lassen wir das kurz noch mal ein bisschen einwirken. Dann kommt die dritte. Das ist jetzt meine zweite Mahlzeit. Also vor den Vorwahlen, vor dem Prejudging, gibt es noch mal eine Mahlzeit mehr und ich verschlucke mich gerade. Und bei mir gibt es 80 Gramm Burger gibt es bei mir gleich, glaube ich, irgendwie. Weil ich brauche dringend das zweite Frühstück, merke ich gerade. Und wie ihr seht, gibt es ja hier nur gesunde Sachen. Und deswegen wird der Kalle hier mit einem guten Gewicht nach Hause fliegen. Wir haben das Tanning gecheckt, das Tanning ist sehr gut geworden. Kommt noch eine Schicht drauf dann. Die haben echt, also die geben sich wirklich Mühe, haben auch Plan. Diese kleine Künstler da hinten in den Kabinen. Ja, wenn das Wasser im Körper bleibt, da wo es sein soll, dann hat er eine richtig schöne Farbe nachher, der Emir. Schon die ersten Athleten bereit. Gleich geht's auf die Bühne. Sind die Amateure. Und in 2 Stunden circa ist Emir dran. So sieht der Backstage-Bereich aus bei der Arnold Brasilien oder bei der Arnold South America. Pascal fragt mich, wie mir das schmeckt. Junge! Geil, oder? Ja, klar. Vor dem Wettkampf gibt es hier nochmal eine ganze Portion Nemesis Pump, 10 Gramm Arginin, 10 Gramm Citrullin und ein bisschen Glutamin für die Verdauung.
Emi hat sich gut geschlagen. Er ist im Vorderfeld auf jeden Fall mit dabei. Ersten Callout gehabt. Das ist ja schon immer ein gutes Zeichen. Ich denke mal, wir werden so auf Platz 4 bis 5 rangieren. Abend wird sich ja noch ein bisschen was tun, weil war letztes Jahr genau das Gleiche. Früh ist Emi mal sehr aufgeregt, dann läuft er noch ein bisschen. Abend ist er dann trocken und ein bisschen ruhiger vor allen Dingen. Dann kommt noch mal die ganze Tiefe mehr zum Tragen. Wir werden das Finish noch mal bearbeiten am Ende und abend eine gute Show geben. Das geht hier so in 4-5 Stunden weiter. Und wie gesagt, er wird sich jetzt mit seinem Coach kurz schließen und dann noch mal beraten, was zu tun ist. Wie gesagt, und dann der Rest. Ja, je. Umhard. German guy is the best guy, sie wusste es doch. Yeah, baby, I love you too. Oder wie sagt man auf Polnisch? So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal was essen und verpissen uns hier. Eigentlich
würde ich gerne noch hier bleiben, wenn ich das so sehe gerade. Können wir noch eine halbe Stündchen bleiben? Gar nicht so mitgekriegt, Backstage, dass das hier so brutal voll ist. So, Karl hat ein kleines Schläfchen gemacht im Hotel. Bin direkt nach dem Real-Judging abgehauen. Gehe mir auch, mich ausruhen, weil der Abstand doch relativ lang war oder ist. Wollte mich nochmal schön aufs Ohr hauen. Jetzt sind wir wieder hier für euch. Guck mal, erstmal vielleicht Arnie zu Gesicht bekommen. Und vor die Linse hier für euch, werden wir sehen. Und ansonsten bin ich tatsächlich gespannt, wie das Finale ausgeht. Judging ist nicht ganz so gut gelaufen wie erwartet, aber so ist das im Wettkampfsport. Die anderen schlafen auch nicht, muss man ja ganz klar sagen. Und ganz interessant ist auch, dass der Lokalmatador nicht on point kam, gut aus, aber ist halt nicht in Topform. Und dass eventuell sogar ein anderer gewinnen könnte. Und zwar der Viktor, den ihr auch schon auf vorangegangenen Videos gesehen habt, aus dem Gym vom ersten Tag, weil er doch tatsächlich um einiges härter ist als der Raphael Panau. Eine Farbschicht heute. Gefühlt. Damit wir auch schön glänzen wieder. So, eben haben sie jetzt mal kurz die alte Farbe runtergewaschen. Hat eine neue Schicht bekommen, eine andere Farbe. Weil ich hoffe, dass es dann mit dem Laufen besser wird nachher auf der Bühne, wovon ich mal ausgehe. Von der Farbe her, der Look ist besser. Er hat ein bisschen geladen, also er sieht jetzt, der Körper sieht nicht so gestresst aus wie vom Prejudging. Also er wird jetzt definitiv eine bessere Figur abgeben. Wozu es dann letztendlich reicht, werden wir sehen. Auf alle Fälle ist hier brutal was los mittlerweile. Man hat echt Probleme, vom Eingang bis hier hinter durchzukommen, weil extrem viele Menschen hier drin sind. Also sehr, sehr gut besucht die Expo. Ich zeige euch jetzt mal das neue Tanning, was jetzt ab 2023 zugelassen ist. Das ist der neue Look. Ab 2023 erhältlich bei uns im Gigastore in Brasilien irgendwo im Wald. Dijkelen to thank all of you, and you have this time we have I think 40 different sports, 10,000 athletes, over 700 bodybuilders, some of the most muscular men in the world coming together there. I mean, this is really extraordinary. So I'm so sad that I cannot be there personally because I'm filming at that time.
Bitchin', I'ma get it, you know I be on a what? No fear here, you ain't giving up. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities, I'm doing that first. Them checks big and I'm sure that that hurts. But it's checkmate, we ain't selling short, no the work. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind. Cause I be on the work. Wir machen auf jeden Fall weiter, die Reise ist nicht zu Ende. Ich bin ehrlich gesagt, was heißt enttäuscht? Also enttäuscht kann man jetzt nicht sagen. Ich bin nicht enttäuscht richtig. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Weil ich weiß, dass ich es besser kann, dass ich in jeder Hinsicht besser sein kann. Wir haben uns verbessert, klar, aber es muss trotzdem noch mehr kommen. Es muss auf jeden Fall noch weiter gearbeitet werden. Und es geht weiter, es geht noch nicht vorbei, es geht weiter. Es ist nur ein Wettkampf, der erste Wettkampf 2022, es geht weiter. Und fünften Platz nehmen wir mit. Meine allererste Arnold Classic mit 23, frische 23. Ich bin stolz, ich bin froh, ich bin dankbar. Danke an das Team, die dabei sind, danke an alle. Danke an den Support, danke an, dass ihr mir mit meinem Code EMIA10 mich supportet. Diese ganzen Videoaufnahmen, die ganzen Reisen möglich macht. Dafür danke ich euch vom Herzen. Ich hoffe, ich habe euch alle nicht enttäuscht. Ich verspreche euch, ich werde besser kommen, ich werde es besser machen.